Ostern macht Karfreitag nicht ungeschehen. Der Auferstandene ist kein strahlender Superheld, sondern gezeichnet von den Spuren seiner Hingabe. Wir sind verbunden, miteinander und mit Gott. Auch an getrennten Orten und zu verschiedenen Zeiten sind wir Gemeinde und beten gemeinsam. Gott, wir sind hier, in deinem Namen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, wir sind hier, verbunden mit allen, die beten, an anderen Orten und zu anderen Zeiten. Höre uns, wenn wir zu dir rufen, und sei uns nah mit der Kraft deines Heiligen Geistes. Amen. Wir beten mit Worten des 43. Psalms. Das ist mir lieb, dass der Herr meine Stimme und mein Flehen hört, denn er neigte sein Ohr zu mir, darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Stricke des Todes hatten mich umfangen, des Totenreichs Schrecken hatten mich getroffen, ich kam in Jammer und Not. Aber ich rief an den Namen des Herrn, ach Herr, errette mich. Der Herr ist gnädig und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Der Herr behütet die Unmündigen, wenn ich schwach bin, so hilft er mir. Sei nun wieder zufrieden, meine Seele, denn der Herr tut dir Gutes. Denn du hast meine Seele vom Tode errettet, mein Auge von den Tränen, mein Fuß vom Gleiten. Ich werde wandeln vor dem Herrn im Land der Lebendigen. Ich will den Kelch des Heils erheben und des Herrn Namen anrufen. Amen. Ganz ehrlich, sich wochenlang mit der engsten Familie nicht zu sehen, nicht zusammen am Tisch sitzen zu können, nicht zusammen zu lachen, das lässt sich ja noch irgendwie schweren Herzens aushalten und ertragen. Das lässt sich mit langen Telefon- und Videoanrufen in Marathonleistung, mit Texten und Bildern auf allen Nachrichtenkanälen irgendwie ausgleichen. Aber sich, wie bei mir jetzt nochmal geschehen, dann doch in echt zu sehen und sich dann doch nicht in den Arm nehmen zu können, sondern den extra großen Abstand einhalten zu müssen. Das lässt sich nicht mehr schweren Herzens ertragen, das zerreißt mir das Herz. Vielleicht erleben Sie das auch so. Die biblische Lesung für diese Woche, die verstehe ich in diesen Tagen plötzlich ganz neu. Denn da will auch einer Berührung und Nähe und nicht auf Abstand bleiben und sich nur sehen. Nach verwirrenden Tagen zwischen Trauer, Abschied und irgendwie Hoffnungsfunken sehnt sich der Jünger Thomas genau danach. Ich lese einen Abschnitt aus dem Evangelium des nach Johannes im 20. Kapitel. Als Jesus kam, war Thomas, genannt der Zwilling, einer aus dem Kreis der 12, nicht dabei gewesen. Die anderen Jünger erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas sagte zu ihnen, niemals werde ich das glauben, da müsste ich erst die Spuren von den Nägeln an seinen Händen sehen und sie mit meinem Finger fühlen und meine Hand in seine Seitenwunde legen, sonst nicht. Eine Woche später waren die Jünger wieder im Haus versammelt und Thomas war bei ihnen. Die Türen waren abgeschlossen. Jesus kam, trat in ihre Mitte und sagte, Frieden sei mit euch. Dann wandte er sich an Thomas und sagte, leg deinen Finger hierher und sieh dir meine Hände an. Streck deine Hand aus und lege sie in meine Seitenwunde. Hör auf zu zweifeln und glaube. Da antwortete Thomas, mein Herr und mein Gott. Jesus sagte zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Freuen dürfen sich alle, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas traut sich zu sagen, wonach er sich sehnt, was er jetzt braucht.
Etwas anrüchig klingt das, weil er, der Zweifler, mehr haben will als die anderen Jünger. Den Auferstandenen nicht nur sehen, sondern selber anfassen. Das zeigt ihm, dass er wirklich lebt, wirklich da ist. Was aber macht Jesus eigentlich so verwandelt, unverkennbar, wiedererkennbar? Für Thomas sind das die Wunden Jesu. Daran kann er ihn festmachen. Jesus ist und bleibt der mit den Kreuzesmalen. Und so tritt er in ihre Mitte. Der auferstandene Christus hat tiefe Wunden, bleibend, sichtbar und spürbar. Und daran lässt er sich befühlen. Keine andere Ostererzählung macht das so deutlich wie diese. Die Auferstehung macht das nicht weg. Ostern macht Karfreitag nicht ungeschehen. Der Auferstandene ist kein strahlender Superheld, sondern gezeichnet von den Spuren seiner Hingabe. Dass Gott ihn auferweckt, macht diese Spuren zum Kennzeichen Gottes. Gott bestätigt Jesu Weg. Ja, in dieser Liebe zeigt sich Jesu Liebe. Ja, so wie Jesus von der Gottesherrschaft gepredigt hat, in die alle reinkommen, das ist wirklich der Weg, den Gott wählen will mit seinen Menschen. Ja, so wie sich Jesus hingegeben hat, darin zeigt sich, wie Gott seinen Menschen treu ist. Und so steht er da, gekennzeichnet, als bleibendes Kennzeichen Gottes. Zur Rechten Gottes, wie es im Glaubensbekenntnis heißt, sitzt einer mit gekennzeichneten Händen, der weiß, wie wir Menschen leiden und uns gegenseitig Leid zufügen können, was Schmerz ist, wie Tod sich anfühlt. Zur Rechten Gottes sitzt einer, der das nicht verloren hat und der sich den Finger in die Wunde legen lässt. Gott selbst lässt sich den Finger in die Wunde legen. So kann Thomas vertrauen. Und so beten wir zu Gott. Gott, du kennst das Leiden deiner Menschenkinder und trägst es an deinem Leib. Wir legen dir den Finger in die Wunden unserer Welt und bitten um neues Leben. Lieber Gott, wir bitten dich, sende Kraft und Zuversicht all denen, die in dieser schweren Zeit einen lieben Menschen, einen Freund, ein Familienmitglied oder einen Arbeitskollegen verloren haben, ohne dass sie wirklich Abschied nehmen konnten. Schenke du, lieber Gott, diesen Menschen Kraft und Zuversicht, nach vorne schauen zu können. In der Stille hörst du, Gott, was uns besonders nahe geht. Lasst uns beten mit den Worten, mit denen Jesus zu Gott gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft
und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Alles Gute für Sie und Ihre Liebsten in dieser Zeit, wo wir uns nicht sehen können. Lasst uns Gott um seinen Segen bitten. Gott, segne uns und behüte uns. Gott, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Gott, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.